Ein Derby kommt selten allein. Nach der Auftaktniederlage des RSV Petersberg gegen den SV Neuhof muss der ehemalige Gruppenligameister nun gegen den Hünfelder SV ran, ehe am nächsten Spieltag die SG Bad Soden auf dem Programm steht. Wir starten mit einem Freistoß der Gastgeber in die Partie. Krieger führt aus und Oliver Grenzer verzieht den Kopfball knapp. Die richtig zwingenden Chancen fehlen auf beiden Seiten zunächst. Erste Torannäherung des RSV per Distanzschuss Kubilay Küçükler. Sebastian Schucht, der Neuzugang aus Asbach, heute der Kapitän, vergibt hier eine dicke Gelegenheit. Kurz vor der Halbzeit nochmal Petersberg. Wingenfeld nimmt Maß, doch das Aluminium rettet. Hälfte 2 beginnt mit einer Ecke von Lukas Budenz ausgeführt und Schucht verpasst abermals die Führung. Und gleich darauf wohl die dickste Chance des HSV, wieder Schuch völlig frei, per Kopf klappt es heute einfach nicht. Die Gäste eher unauffällig unterwegs, Hünfeld hat deutlich mehr vom Spiel, dennoch der RSV im Vorwärtsgang, Flanke von Aschenbrücker, Patrick Müller verfehlt knapp die Kiste. Wir schreiben nun die 74. Spielminute. Maximilian Fröhlich macht nun Meter über die linke Seite. Er bringt die Flanke punktgenau auf den gerade eingewechselten Robert Simon und der macht quasi mit seinem ersten Ballkontakt das langersehnte Tor für den HSV. Von Petersberg kommt im weiteren Verlauf nicht mehr allzu viel. Boris Aschenbrücker musste inzwischen verletzt raus. Nach vorne fehlt die Durchschlagskraft. Müller prüft Sebastian Ernst, aber kaum gefährlich. Die letzte Gelegenheit der Partie ergibt sich für die Hausherren. Robert Simon versucht erneut die Direktabnahme, doch diesmal ist sie kein Problem für David Schwarz im Tor des RSV. Somit gewinnt der Hünfelder SV mit 1:0 und kann sich über 4 Punkte aus 2 Spielen ohne Gegentor freuen. Gut, ich denke, das war, müssten alle gesehen haben, hochverdienter Heimsieg hier von uns gewesen. Einziges Mango, wir hätten die Weichen schon viel früher auf Sieg stellen müssen. Im Normalfall musst du hier in der Halbzeit 2:0 führen und dann läuft das Spiel natürlich für dich auch einfacher. So haben wir es unnötig spannend gemacht. Wir wussten, dass Petersberg tief stehen würde, uns das Leben schwer machen würde, mussten geduldig sein. Das haben wir dann, denke ich, trotzdem ganz gut gemacht.